Maybe 4,000 years ago and more, the people from Tamizu is from the old Greeks, and the old Greeks have a good wine. Just now, in Italy, play tambourine, but it's known for play tarantella, for example. And we have two styles of tambourine in Italy, the big tambourine from Napoli. The name is Tamorra. No confusion with Camorra, please. This is mafia. Well, the tambourine is very soft. I show you. Tarantula is spider, very dangerous in Italy. Because when the spider go on you, different. Because tamburiata is a binary technique, tac, 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 tac. Cut in two. Tarantella is cut in three. Der Begriff der italienischen Banda, den kann man ja nicht unbedingt vergleichen mit einer Dorffeuerwehrkapelle aus dem deutschen Ort. Erzähl mal ein bisschen, was macht eine Banda? Erstmal, es gibt so eine Gemeinsamkeit. Das Begriff Banda kommt aus dem gotischen Bandwa. Da steht das so für Flagge. Es stellt also diejenigen, die etwas folgen. Was gibt es so von Unterschiede? Erstmal die Gemeinsamkeit, wo die Unterschiede werden sie von selbst mal erklärt haben. Erstmal, es ist eine Bewegung, die anfangs des 19. Jahrhunderts, also Mitte des 19. Jahrhunderts, mit der Erfindung der Ventile eine große Beliebtheit überall in Europa hat. Also die Instrumenten werden billiger, man kann Instrumenten einfach mal jetzt mal besorgen und nicht mehr.
und man kann die Instrumente so mal industriell auch mal erstellen. Also die Instrumente sind nicht so teuer, das ist das eine. Das zweite ist das Organisation des Militärs. Das europäische Militär kommt zu einer Art Bürgerwehr auf dem Prinzip der französischen. Daneben halten, damit man sieht, also eine etwas kleinere, sagen wir mal so. Die sind auch vom gleichen Hersteller, die haben diese Also man würde nicht auf Flöte kommen. Thank you.